Ja, genau. Willkommen bei Salonfähig. Dem Ensemble, das schlaue Sachen macht. Aber wir sagen nicht zu Schnecken. Ich würde das nicht tun. Snailjellica is watching. Die rote Wegschnecke, die kennt ihr vielleicht. Ja, die ist so ein bisschen genau. So relativ profan. Du hast ja recht. Ich habe jetzt profan gesagt und habe auch gesagt. Sehr konsequent von mir. Ich habe gesagt, wir machen das Thema immer erstmal kaputt, bevor wir es schön machen. Aber dieses wird einfach ein bisschen so bleiben, wie es ist. Das ist eine Nacktschnecke. Es gibt übrigens sogar Halbnacktschnecken, aber das erzählen wir euch ein andermal. Na, auf alle Fälle, zu der ist die Geschichte die, dass Victoria von Baden heiratet den schwedischen König. Nicht so ganz glücklich, der war wohl eher anderweitig interessiert. Anderweitig interessiert heißt von der anderen Ufer, wo die Sonne heller strahlt. Na, ich würde jetzt sagen, der hätte halt eher mit dir Tee getrunken als mit mir. Oder mit seiner Frau. Und dann saß die da mit dem Hausarzt oder dem Familienarzt alleine auf dem Land rum. Da hat die Dame sich wenigstens zu helfen gemusst mit dem Hausarzt. Ich bin beim Thema. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier. Weil der Mann hat sich für sie nicht interessiert und dann hat sie so ein schönes Landhaus sich eingerichtet, wenn ich das richtig verstehe. Na, da ist wieder diese Landhausmode. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Erinnerst du dich? Die Landhausmode. Wo die Schäferstündchen passieren. Die meinst du? Ach, das hast du wieder gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. Super. Victoria von Schweden. Dann hat sie gedacht, das muss hier perfekt aussehen. Ja? Und dann hat sie gedacht, die Schnecken müssen hübsch sein und die Schnecken müssen farbig sein. Und dann hat sie dafür gesorgt, dass wirklich die rote Wegschnecke als Dekoration im Garten ausgesetzt wird. Also aus einer Designperspektive halte ich das für eine fragwürdige Entscheidung. Ich bin dem ersten Mal gewillt, dir dazu zu stimmen. Kann man machen, wird dann aber für die Umwelt manchmal sowas. Es haben verschiedene Leute in den letzten Jahrhunderten immer mal wieder gemacht, dass sie irgendwie dachten, ach, das ist voll die gute Idee, etwas woanders hinzusetzen. Ne? Ja, nicht machen. Nicht machen, ich weiß. Denken die Leute immer, es ist gut. Nein, Biologen kriegen da die Krise, ja? Was da schon alles totgegangen ist bei... Das nehmen die doch in der Stadt auch immer mit so einem kleinen Plastetütchen weg. Sag mal, du hast gerade die rote Wegschnecke mit einem Kackhaufen verglichen, oder? So, oh nee, das nehme ich mal lieber. Philipp, das war was anderes. Ach, das ist die war Deko, was ich lustig finde. Aber ich habe auch gelesen, dass die damals in Schweden angeblich, wenn die so mit dem Wagen irgendwo lang gefahren sind und dann hat er gequietscht, ne? Dann hat der Fahrer gesagt irgendwie zum Kind, hier, nimm mal den Eimer und such mal ein paar Schnecken. Und dann hat er dann haben die Schnecken genommen, um den Wagen zu schmieren. Damit es dann rund läuft, mal so eine Schnecke zu malen. What comes around, goes around, so the Schnecke is also coming back, every turn of the reel. Das war ein tolles Englisch. Auch nicht so schön. Nee, nicht so schön. In Britannien sollen die das sogar mit den Eisenbahnen gemacht haben, dass sie die Eisenbahn geschmiert haben mit Schnecken und mit Fröschen. Also, erstmal erkläre ich dir, wozu diese kleinen Zäune an der Straßenseite da sind. Yeah. Ja, dann kommen die Frösche und die Schnecken und dann gehen die lang am Zaun und dann gehen die zur Eisenbahn. Ach, die gehen da alleine hin, freiwillig. Das ist Morte, ich bringe mich selber um. Ach, die große Todessehnsucht? Genau. Das haben die im 19. Jahrhundert gehabt, weil ich sag mal so, wir machen das ja heute nicht mehr. Was machen die denn heute mit ihrer Todessehnsucht? Es reicht eigentlich auf dieser Welt zu sein mit Menschen, oder? Das machen wir nicht mehr, ja? Das geht heute besser. Das geht heute definitiv besser. Das ist nicht so nett zu den Tieren gewesen. Aber die haben da übrigens schwarze Wegschnecken benutzt für das Schmieren, also nicht die roten. Hattest du das mit Absicht gemacht, dass ich heute den roten Pullover anziehe? Möchtest du mich vor die Bahn schmeißen, mein Schatz? Ich bin jetzt einfach bockig für den Rest des Videos. Also für den Rest auch super. Das ist ja total klasse für mich. Also, Aber was gibt es zu der roten noch zu sagen? Ja, also Arion Rufus, die rote Wegschnecke. Die gibt es nicht nur in Rot, wie der Name vielleicht vermuten lässt, sondern auch in anderen Farben. In Braun, in Grau und sogar in Schwarz. Also Braun, Grau und Schwarz. Das sind ein bisschen wie diese ganzen Mausgraufarben in diesen Comic-Trickfilm, nee, Sketch war das. Welche wäre deine?
Ach so, du bist ja immer noch beleidigt. Naja, gut, ich mach das hier mal. Deswegen verwechselt man die häufig auch mit der schwarzen Wegschnecke. Arion Arta. Die haben auch schöne Namen. Rufus, Arta. Und die Biologen oder die Malakologen, die Weichtierforscher, die können die unterscheiden ganz gut, zum Beispiel anhand der Geschlechtsanatomie. Und ja, ist also ein beliebtes Merkmal allgemein von Malakologen, wenn ich jetzt mal so sagen darf, sich die Geschlechtsteile der Schnecken anzugucken, weil man da das oftmals... Wäre ein Job beliebt. Für mich, wäre ein Job für mich. Ich befreie mich von meiner Last. Ja, weißt du. Ich werde von Rotschnecke zu Schmetterling. Philipp, das habe ich nicht, das wird blockiert, hast du gesagt.